zum dritten Teil der 13. Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Wir schauen ganz kurz noch etwas in Kapitel 6 hinein. Das wird uns jetzt auch noch eine ganze Weile beschäftigen. Sie erinnern sich an das Problem mit den Zeichenketten, das Problem mit den Arrays. Die Größen sind zurzeit, wir kennen es noch nicht anders, zum Zeitpunkt der Übersetzung festgelegt. Ich habe hier mal das Beispiel, ein Feld, int Array der Größe 100. Wir können also 100 Werte bearbeiten. Stellen wir uns vor, wir schreiben Software für eine Bank und die Bank kann 100 Kunden bedienen. Und wenn der 101. Kunde kommt, dann müssen wir die Software neu übersetzen. Wir können vielleicht das Feld auf 200 vergrößern. Aber immer wieder wird das Problem auftreten, dass das System an seine Grenzen kommt. Wir haben das bei den Feldern schon kennengelernt. Ob ich ein Array in eckigen Klammern angebe oder ob ich einen Zeiger angebe, das ist in C von der Bearbeitung äquivalent. Das heißt, ein variabel großes Feld kann ich einfach über einen Zeiger angeben. Damit das Ganze funktioniert, muss ich natürlich Speicher zur Laufzeit anfordern. Das heißt, wenn mein Feld ein 100 großes, weil die Bank gerade 100 Kunden zu verarbeiten hat und der 101. Kunde kommt durch die Tür herein, dann kann ich dem System mitteilen, Achtung, es sind jetzt mehr als 100 Kunden, bitte fordere Speicher für den zusätzlichen Kunden an. Oder wenn ich eine Textzeile lese und erkenne, die Textzeile braucht 7000 Zeichen, dann kann ich diese 7000 Zeichen anfordern. Das Allokieren von Speichern erfolgt mit der Funktion malloc. Die Funktion ist in standardlib.h deklariert. Die Funktion liefert einen Zeiger auf den allokierten Speicher zurück und wir übergeben an die Funktion die Anzahl der Bytes, die wir speichern möchten. Glücklicherweise liefert sizeof genau die Größe an Bytes, die eine Struktur beispielsweise braucht, zurück. Das heißt, wir können mit malloc sizeof, Name der Struktur, genauso viel Speicher anfordern, wie für eine Struktur erforderlich ist. Oder malloc sizeof int, dann würden wir genau so viel Bytes Speicher bekommen, wie zum Speichern einer Zahl int erforderlich ist. Void haben wir auch schon kennengelernt. Void Stern ist ein besonderer Zeiger, nämlich ein Zeiger, der sich in jeden beliebigen anderen Zeiger casten lässt, ohne dass ein expliziter Cast erforderlich ist. Ein Void Zeiger enthält nur die Adresse, zeigt auf keinen Typ und damit ist eine Pointer-Arithmetik nicht möglich. Wir fordern Speicher an, den bekommen wir über malloc, also das Beispiel, was ich gerade gesagt habe. Ich möchte ein Feld haben, der Größe 100. Dann kann ich einfach ein int Stern int Array ist gleich malloc 100 mal size of int schreiben und wir hätten eben für 100 Integer Werte ein Feld allokiert. Wenn wir dieses Feld nicht mehr brauchen, kann ich den Speicher wieder freigeben und die Freigabe erfolgt mit der Funktion free. Ich übergebe der Funktion den Zeiger, den mir malloc zurückgegeben hat. Also hier nochmal das gerade angesprochene Beispiel. Wir legen ein Array als Pointer an. Wir allokieren eben size mal size of int Elemente. Das size ist natürlich dynamisch zur Laufzeit ausgerechnet. Und wenn wir das Array nicht mehr brauchen, dann geben wir das Array frei. Sie sollten einen Speicher, den Sie freigeben, unbedingt als ungültig markieren. Denn tatsächlich wird Speicher, den Sie mit free freigeben, sofort ungültig. Also in einem Multithreaded-System können Sie sich vorstellen, dass sobald Sie Speicher freigeben, ein anderer Thread bereits wieder Speicher anfordern könnte und er kann natürlich genau Ihren Speicherbereich sofort bekommen. Ihr Programm darf auf gar keinen Fall Speicher, der freigegeben ist, weiter verwenden. Darum empfiehlt sich immer, dass wenn ich eine Variable, die einen Zeiger auf allokierten Speicher hält, freigebe, dass ich diese sofort danach auf Null setze. C bietet noch eine zweite Variante, um Speicher anzufordern. Die erste Variante malloc allokiert Speicher, dieser ist nicht initialisiert. Das ist die effizienteste Art, Speicher zu allokieren, weil einfach nur ein Speicherblock einer bestimmten Größe zur Verfügung gestellt wird. Ich kann mit der Funktion calloc, also das C steht für Clear Allocation, also initialisierten Speicher,
Speicher anfordern, der mit 0 vorinitialisiert ist. Das empfiehlt sich unbedingt, wenn Sie mit Strings arbeiten, und auch fürs Debuggen ist es angenehm, wenn Speicher allokiert wird, der initialisiert ist, weil Sie sehr viel deutlicher erkennen können, was in diesem Speicher tatsächlich passiert, was verändert wird. Die Calloc-Funktion hat eine andere Schnittstelle. Sie wird meistens für das Allokieren von Feldern verwendet. Das heißt, ich gebe die Anzahl der Elemente an und danach die Größe. Würde ich also ein Array der Größe 100 mit Calloc allokieren, dann würde ich den Int-Array-Pointer eben gleichsetzen mit Calloc 100, die Anzahl, und Size of Int. Alternativ, um Calloc gleichzusetzen mit der Funktion malloc, können Sie als Anzahl, als num natürlich immer 1 übergeben und die Größe ausrechnen, so wie Sie das bei malloc tun. Letztendlich wird das Produkt aus num und size an Speicher allokiert. Wenn wir wieder zu dem Beispiel zurückkehren, wir haben 100 Kunden in unserem System und der 101. Kunde kommt, dann haben wir wahrscheinlich schon mal dynamisch Speicher allokiert. Das heißt, wir haben den Speicher für 100 Kunden schon angefordert. Wenn wir den Speicher erweitern wollen, dann benötigen wir eine Funktion, um den Speicher zu erweitern. Das geht mit der Realloc-Funktion in C. Die Realloc-Funktion erwartet den alten Zeiger und die neu zu vergebende Größe. Die neu zu vergebene Größe kann größer sein, sie kann auch kleiner sein. Zu beachten ist, dass Realloc einen neuen Zeiger zurückgibt. Das heißt, wenn ich das Int-Array vergrößern will, dann nutze ich Realloc so, dass ich das Int-Array übergebe, die neue Größe angebe und Int-Array den neuen Zeigerwert zuweise. Auf gar keinen Fall dürfen Sie danach noch den alten Zeiger verwenden. In einigen Fällen, zum Beispiel dann, wenn der Speicher kleiner ist, kann durchaus der alte Zeiger zurückgegeben werden, Sie also weiter im gleichen Speicherbereich arbeiten. Wird ein neuer Zeiger zurückgegeben, dann wird der bisher allokierte Speicher kopiert. Das heißt, das Array, das bereits irgendwo im Speicher 100 Elemente aufgewiesen hat, wird an die neue Adresse kopiert. Mein neuer Zeiger verweist also noch auf die alten 100 Elemente, die allerdings an einer neuen Adresse im Speicher stehen. Der Einsatz der Realloc-Funktion ist sehr ineffizient. Sie sollten also vermeiden, Realloc häufig zu verwenden. Es ist in der Regel besser, Sie allokieren gleich mehr Elemente, als Sie tatsächlich benötigen. Also wenn der 101. Kunde in die Bank kommt, dann würden Sie nicht mit Realloc das Feld auf 101 erhöhen. Sie würden wahrscheinlich gleich auf 200 gehen. Dann hätten Sie nämlich bis zum 201. Kunden Platz und müssten nicht ständig Realloc aufrufen. Die Funktion Realloc gibt natürlich den alten Speicher automatisch frei. Das heißt, der Funktion Free übergeben Sie nur die neu zurückgegebenen Zeiger. Die Funktionen, die Speicher allokieren und wieder freigeben, sind sehr empfindlich. Oft ist im Speicher, den Sie zugewiesen bekommen, auch Statusinformation über den allokierten Speicher. Das heißt, Sie müssen bei malloc und free unbedingt aufpassen. Sie dürfen nicht über die Grenzen des reservierten Speichers hinaus schreiben. Ebenso wie gerade angesprochen, sind freigegebene Speicherbereiche sofort ungültig und dürfen auf keinen Fall mehr verwendet werden. Die Lösung ist auch gerade schon angesprochen. Sie sollten die Variable des freigegebenen Speichers unbedingt auf null setzen. Noch ein Hinweis bezüglich der Allokierung von Speicher. Die Funktion malloc liefert Speicher, solange Speicher frei ist. Früher war Speicher rar, das heißt, jeder Aufruf von malloc wurde mit Vorsicht bedacht. Die Funktion malloc oder auch calloc und realloc liefern null zurück, falls nicht ausreichend Speicher zur Verfügung steht. Gerade im Hinblick auf immer größer werdenden Arbeitsspeicher ist es ein schlechter Usus geworden, dass viele Programmierer den Rückgabewert von malloc gar nicht mehr abprüfen. Das heißt, viele Programmierer gehen davon aus, malloc wird Erfolg haben. Auch wenn es heute unwahrscheinlich ist, dass malloc aufgrund von Speicherproblemen null zurückgibt, so kann malloc durchaus auch null zurückgeben, wenn noch genügend Speicher zur Verfügung steht.
kommt es beispielsweise zu einem Schreibzugriff auf bereits gelöschten Speicher oder Sie schreiben über die Größe eines dynamisch allokierten Arrays hinaus, dann kann es sein, dass Sie Informationen für das Speichermanagement überschreiben oder verändern. Beim nächsten Aufruf der Free- oder Malloc-Funktion kann es dann entweder zu einem Absturz führen oder Malloc liefert Null zurück. Das heißt, für eine robuste Programmierung müssen wir unbedingt den Rückgabewert von Malloc, Calloc oder Realloc prüfen. Natürlich ist die Rückgabe Null von Malloc ein Extremfall und führt wahrscheinlich dazu, dass das Programm nicht mehr weiter lauffähig ist. Wenn wir allerdings diese Information protokollieren, dann können wir später einfacher Fehler finden. Das heißt, entweder frisst unser Programm kontinuierlich Speicher, wir geben also den Speicher nicht wieder frei, den wir angefordert haben, oder die zweite Alternative ist, dass wir irgendwo fehlerhaft den Speicher nutzen oder freigegebenen Speicher noch nutzen und durch eine solche Information, das Malloc Null liefert, werden wir auf solche Fehler aufmerksam und können diese Fälle während der Entwicklung untersuchen. Ja, in der nächsten Vorlesung werden wir weitermachen mit den Zeigern und Feldern. Wir schauen Zeiger auf Strukturen an und wir fangen an, mit dem dynamischen Speichermanagement zu arbeiten. Das heißt, dynamische Felder werden wir als nächstes betrachten. Dann kommen die verketteten Listen und zuletzt die Binärbäume. Wenn Sie Fragen haben, gerne im Forum. Ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Mal.